Herr Dr. von Bühler, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, ich begrüße Sie. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Bühler, 6 Wochen nach dem Chemiewaffeneinsatz in einem Vorort der syrischen Hauptstadt nahm der UNO-Sicherheitsrat eine Resolution an, die Vernichtung der Chemiewaffen in Syrien vorsieht. Sie verpflichtet nur die syrische Regierung, jedoch nicht die syrische Opposition, Standorte ihrer Chemiewaffen bekannt zu geben. Wie bewerten Sie diesen Beschluss? Also erstmal ist es ja Gott sei Dank gelungen, die Amerikaner vor einem einseitigen Schlag gegen die Regierung in Syrien abzuhalten. Es ist überhaupt nicht bewiesen, dass und wäre auch völlig wahnsinnig gewesen, wenn das syrische Militär mit Einwilligung der Staatsspitze Giftgas eingesetzt hätte. Also dafür gibt es keine Beweise. Insofern hat sich Russland meines Erachtens zu Recht durchgesetzt. Und Obama hat Gott sei Dank nachgegeben und es gibt jetzt einen Kompromiss. Natürlich ist die Chemiewaffenfrage jetzt nach wie vor auf dem Tisch. Ich nehme an, dass jetzt die UN-Kontrolleure in das Land kommen und von der Regierung die Liste der Standorte bekommen. Und sollte dann nochmal irgendwo aus dem Hinterhalt von den Rebellen Chemiewaffen verschossen werden, dann wird man sich dem erneut widmen müssen. Ich nehme ja an, dass genügend Geheimdienste im Land sind, um das genau zu beobachten, auch russische. Was meinen Sie mit Geheimdiensten, Herr Dr. von Bülow? Naja, jeder hat doch seine Informationen. Russland hat seine Informationen, Amerika hat seine Informationen. Und das wird wahrscheinlich doch nicht gelingen, nochmal so einseitig zu behaupten, dass die Regierung sich der Chemiewaffen bedient hat. Es ist ja doch ganz offensichtlich, dass das konstruiert gewesen ist. Und jetzt gibt es Geheimdienste verschiedener Nationen, die dort tätig sind, und die werden ja genau beobachten, was dort passiert. Herr Dr. von Bühler, wir haben heute eine Meldung aus Washington, genauer gesagt von der nationalen Sicherheitsberatung von US-Präsidenten, Frau Susan Rice, die gesagt hat, man besteht nach wie vor auf der Absetzung, Entmachtung des syrischen Präsidenten. Wie bewerten Sie diese Aussage? Seit Jahren versuchen die USA, Syrien zu destabilisieren, und Israel gehört mit dazu. Und es gibt Reaktionen natürlich vom syrischen Regime. Ich weiß nicht, aufgrund welcher Basis ein Regime-Change gefordert werden kann von den Vereinigten Staaten. Das wollen sie, das haben sie sich vorgenommen, aber dafür gibt es keine völkerrechtliche Rechtfertigung. Herr Dr. von Bühler, die Rebellen, die in Syrien kämpfen, sind zum größten Teil jene, die woanders im Irak, in Afghanistan oder sonst wo bekämpft werden. Wie erklärt sich das? Naja, die Amerikaner haben, als sie den Sowjets in Afghanistan ihr Vietnam bereiten wollten, das war der Architekt, war ja Herr Brzezinski, die haben sich damals, ja, im Grunde genommen eine Söldnerstreitmacht angelacht, die sie heute Al-Qaida nennen. Dies waren ungefähr 30.000 junge Menschen aus, ich weiß nicht wie viel, 30 oder 40 Staaten, die nun erst in Afghanistan als sogenannte Freiheitskämpfer eingesetzt worden sind. Dann stehen sie aber nach wie vor zur Verfügung für andere Operationen. Sie sind in Bosnien-Herzegowina wohl aufgetreten und haben dort mit großer Grausamkeit gekämpft. Und sie waren in Libyen und sie sind jetzt vermittelt worden nach Syrien und bestreiten dort sozusagen die angebliche
die andere Seite, die das Regime herausfordern soll. Es sind ja in der Regel keine Syrer, sondern es sind irgendwelche angekauften Söldner aus allen möglichen Ländern. Wie verkauft man diese Politik der Öffentlichkeit, vor allem in westlichen Ländern? Indem man sie falsch darstellt. Indem man das einfach verschweigt, nicht thematisiert, die Sprachregelung, die aus Washington kommt, übernimmt. Und da das die größere Zahl der Presse, also die Mainstream-Medien, so betreiben, kommt das nicht zu einem Bewusstseinsstand, wie eigentlich die wirklichen Dinge laufen. Herr Dr. von Bülow, wir haben vor Jahren auch immer wieder gehört, dass die USA beabsichtigen, in Nahosten, die ganze Nahostregion neu zu gestalten. Ist das, was wir gerade in Syrien erleben, die Fortsetzung dessen, die Amerikaner in Afghanistan angefangen haben? Wahrscheinlich. Das geht ja alles um, es geht ja alles um Öl und Pipeline und Gas und Ressourcen auf der ganzen Erde, vor allen Dingen in Nahost. Und die Amerikaner haben sich ja unmittelbar nach dem 11.09.2001 entschieden, auch in Syrien, aber auch im Iran und anderen Ländern, den Regierungswechsel herbeizuführen. Und wir wissen von dem ehemaligen NATO-Oberbefehlshaber Clark, dass hierzu das Ministerium damals wenige Wochen nach dem 11.09. den Auftrag gegeben hat, diesen Regime-Change militärisch vorzubereiten. Und daran haben die Joint Chief of Staffs gearbeitet. Und was wir jetzt sehen, ist die Operation nicht unmittelbar durch Militär, aber durch verdeckte Operationen. Und die verdeckten Operationen bedienen sich wiederum der Kräfte wie Al-Qaida. Also diese Söldner, die im Laufe des Afghanistan-Krieges angeheuert worden sind und nach wie vor zur Verfügung stehen und wahrscheinlich inzwischen längst ergänzt worden sind. Aber Herr Dr. von Bülow, das, was wir als Ergebnis in Afghanistan, im Irak und Libyen und sonst wo sehen, ist Chaos. Sollen andere Länder auch in Chaos versetzt werden? Ich weiß nicht, ob Chaos das Ziel war. Auf jeden Fall ist vermutlich das Ziel, eine schwache Regierung jeweils zu haben, mit der man gut geschirren kann. So wie man das damals nach dem Sturz von Mossadegh im Iran gemacht hat. Man braucht eine dem Westen geneigte, vor allen Dingen den Öl- und Gasinteressen geneigte Regierung, und die muss entsprechend schwach sein und kann dann die nationalen Interessen nicht so durchsetzen, wie das notwendig wäre aus dem Interesse des eigenen Landes. Im Grunde genommen ist der ganze Nahosten in dieser Unruhe nur deshalb, weil 1918/19 nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs die Kolonialstaaten so die Länder aufgeteilt haben, dass nirgendwo eine starke Regierung zustande gekommen ist. Und wo sie zustande gekommen ist, wird sie zu Fall gebracht. Wie sehen Sie, Herr Dr. von Bülow, die Perspektive für den Nahosten angesichts dessen, was Sie ausgeführt haben? Da bin ich natürlich pessimistisch, weil wir nach wie vor die Supermacht haben, die nicht auf Augenhöhe mit Partnern operiert, sondern die ihre Macht herausnimmt als Supermacht, das zu gestalten, wie sie sich jeweils vorstellt. Und wie sie sich vorstellt, das wird ihr eher von der Wall Street vorgeschrieben als etwa vom amerikanischen Volk. Das amerikanische Volk durchschaut das ja auch nicht, weil wiederum die Mainstream-Medien die Sachlage nicht objektiv darstellen. Vielen Dank, Herr Dr. von Bülow, für diese Erläuterungen.